Fall ein belebtes Fanblock. Wie ihr wisst, ist das Spiel gegen Hoffenheim 0:0 ausgegangen. Und ja, ich sage euch mal Spielstände. Hoffenheim, also Leipzig gegen Hoffenheim 0:0, Gladbach gegen Frankfurt 4:0, Wolfsburg gegen Bayern 2:3, Freiburg gegen Schalke 04 4:0, Union Berlin gegen Stuttgart 2:1, Augsburg gegen Bielefeld 0:0, Leverkusen gegen Köln 3:0 und Dortmund gegen Bremen 4:1. Mainz und Hertha wurde abgesagt wegen Corona-Fall. Ja. Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert und hatten durch Ecken, die letzte Ecke noch gehabt und das 1:0 geschossen durch Pausen. Aber es wurde abgepfiffen, weil der Verlänger einen Halsberg-Flanke per Hacke Richtung Tor trifft, aber nur der Porsche. Auch Nkunkus Versuch aus artistischer Haltung ist harmlos. Also, das Tor wurde aberkannt, weil das ein Vorspiel war. Und erster Platz ist bei München mit 68 Punkten, Leipzig mit 61 Punkten zweiter, Wolfsburg dritter mit 54 Punkten. Und wir könnten morgen gegen Köln spielen wir morgen. Ja. Morgen machst du 3 spielt. Leipzig in Köln. 20:30 spielt Bayern München gegen Leverkusen. Frankfurt gegen Augsburg. Und Bielefeld gegen Schalke. Abgesagt wurde das Spiel Hertha BSC gegen Freiburg wegen Corona-Fall. Dortmund spielt gegen Union Berlin 20:30 übermorgen. Am 21.04. spielt Dortmund gegen Union Berlin. Und 20:30 spielt auch dann Hoffenheim gegen Gladbach, Bremen gegen Mainz und Stuttgart gegen Wolfsburg. Ja. Da. Da. Leipzig morgen ja gegen Köln spielt, zeige ich euch die Aufstellung. Bei Köln fangen wir an. Horn im Tor. Schmitz, Bonnau, Schischos, Horn, und Kiri im Abwehr. Hector, Wolf, Meier, Drexler im Mittelfeld und Duda im Sturm. Bei Leipzig im Tor spielt Gulaschi, Abwehr Orban, Aubameyang, Halsberg, Mokele, Campbell, Adams, Haidara, Dani Olmo im Mittelfeld, Nkunku und Salah im Sturm.
und Reserve, Martinez, Schauner, Angelino, Henrichs, Klostermann, Konaté, Forsberg, Sabitzer, Samardzic, Wang, Läufer und Paulsen. Und es fehlen Trainingsrückstand, Leimer, Konrad Leimer. Somit Superstar Aufbautraining, Hartmann nicht berücksichtigt und Novoa nicht berücksichtigt. Und da das war's dann mit dem Aufstellung und mit allem und wünsche euch einen schönen Tag und bleibt gesund, euer Appetit Leipzig Fanblog.